Früher, als vermeintlich noch alles besser, jedenfalls aber vieles anders war, gab es eine klare Aufgabenteilung. Kinder gingen vormittags zur Schule und hatten nachmittags zur freien Verfügung. Vormittags lernten sie die Dinge, die fürs Leben wichtig schienen. Nachmittags tollten sie auf der Straße, machten Hausaufgaben, hatten sie Zeit für das Fußballspiel auf der Wiese, den Sportverein, die Tanz- oder die Klavierstunde. Der Vormittag war staatlich organisiert, der Nachmittag der privaten Initiative überlassen. Nun war früher eben nicht alles besser. Die Tochter des Studienrates hatte größere Chancen, ein kostbares Instrument zu lernen, als der Sohn des Schreiners. Das ist perfekt. Kulturelle Bildung war sehr ungleich verteilt. Nach dem PISA-Schock entstehen seit der Jahrtausendwende immer mehr Ganztagsschulen, in denen die Kinder nur noch große Teile der Nachmittage verbringen. Ist die Ganztagsschule das Ende von Laienspielgruppen, Spielmannszügen, Jugendchören, Musikschulen und Zeichenkursen? Zugespitzt gesagt, fallen musikalische und künstlerische Bildung der schulischen Leistungssteigerung zum Opfer? Oder gelingt es Ganztagsschulen, die Chance zu nutzen und neue Räume zu schaffen, in denen eine Erweiterung kultureller Bildung für alle Schülerinnen und Schüler möglich ist? Geht es überhaupt? Und wenn ja, wie? Mein Name ist übrigens Andreas Lehmann-Wernser. Ich bin Hochschullehrer an der Universität Bremen und habe mit einem Team zu diesem Thema geforscht. Mit den Fragestellungen und Ergebnissen aus dieser Arbeit begeben wir uns jetzt auf eine Expedition in den konkreten Schulalltag. Wir werden 4 Ganztagsschulen besuchen, die jede auf ihre Weise Kunst, Musik und darstellendes Spiel in das Leitbild ihrer Schule aufgenommen hat. Schauen wir mal. Unsere erste Station ist die integrierte Gesamtschule Querum in Braunschweig. Sie war von Anfang an als Ganztagsschule konzipiert. Künstlerisch-kulturelle Praxis ist im Schultag der IGS Querum fest verankert. Hier stehen Fächer wie Band, darstellendes Spiel und Bildhauerei auf dem Stundenplan und bestimmen das Bild der Schule wesentlich mit. Und diese musikalisch-kulturellen Angebote finden nicht etwa nur nachmittags im AG-Bereich statt, sondern so wie Mathe und Chemie auch als Pflicht- und Wahlpflichtfächer. Überall im Gebäude stehen und hängen Gemälde und Plastiken. Das sind Schülerarbeiten aus Projektwochen der letzten 20 Jahre. Die Schulband heißt Musikzirkus. Gute Bands gibt es an vielen Schulen. Was Musikzirkus von vielen anderen Schulbands unterscheidet, sie schreiben ihre Songs selber. Das braucht Zeit. Ideen finden, Ideen sichten, ausprobieren, verändern, Abläufe festlegen und üben. Das ist eine musikalische Herausforderung. Ja, das ist okay. Ganz genau. Und kannst dann immer weiter aufmachen, je lauter es werden soll, ne? Ja. Genau, da hatten wir gesagt. C. A-Moll. Meine Zeit bringen ja ohne. C, D, C. Moll. Es gibt einen zentralen Baustein und darunter wird praktisch ein Stück geschrieben, was größtenteils auch von den Schülern kommt, die dann Ideen haben, wo sie nicht weiterkommen. Das regen die Lehrer dann an. Das geht durchaus. So kann man eben die Schüler näher an die Theorie bringen. Also wofür muss ich eigentlich Theoriewissen haben? Klar, welche Akkorde passen eigentlich zu den einzelnen Tönen der Melodie? Das geht durchaus auch im Klassenunterricht. Also wir sind schon nicht so eine normale AG, wo einfach jeder mitmachen kann. Es wird schon geguckt, dass die Leute auch was können. Aber es ist halt nicht so, dass man sich irgendwie jetzt so aussuchen kann, wie als würde man in der eigenen Band spielen. Also muss man auch mal wen nehmen, den man nicht so sympathisch findet. Man muss ihn ja dann im Prinzip trotzdem mögen. Und bei der Musik ist das dann halt auch was Tolles mit, dass man halt auch dann irgendwann Leute mag, die man eigentlich vorher nicht wirklich
so mochte. Und ja, es ist dann einfach, irgendwann nimmt man denjenigen halt so, wie er ist und denkt sich dann halt, ja, kann gut spielen oder singt gut und dann akzeptiert man denjenigen. Es geht also nicht nur um die richtigen Töne im Musikstück, sondern auch im Umgang miteinander. Das Erlernen und Einüben dieser sozialen Kompetenzen ist ein ganz wesentlicher Effekt gemeinsamen Musizierens, Malens, Theaterspielens oder Steineklopfens. Die Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler bei der Produktion künstlerischer Werke machen, die Herausforderungen, die sie dabei gemeinsam meistern, wirken sich aus auf ihr Verhalten im Alltag, sowohl in der Schule als auch zu Hause. Schulweiter Höhepunkt künstlerischer Praxis ist das Projekt Kultur in der Schule. Alle 2 Jahre werden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, in der IGS Querum ihre Werke auszustellen, mit Schülern zu arbeiten, eine gemeinsame Ausstellung zu gestalten und mit einer feierlichen Finissage zu beenden. In diesem Rahmen hatte 1998 ein Bildhauer mit Sandsteinen aus der Region gearbeitet. Dieses Projekt beeindruckte den Lehrer Jürgen Lühn tief. Er belegte Kurse und bildete sich weiter, gründete eine Arbeitsgemeinschaft und brachte den Elternverein dazu, den Bau eines Schuppens und Unterstands mit Geld und Muskelkraft zu unterstützen. Genau bis hier hinten, hier, so. Und dann von unten nochmal dagegen, du weißt ja, wie es geht, damit das diese Kante hier weiterläuft, genau, ne? Und das stört jetzt hier. Und danach arbeitest du mit der Raspel. Natürlich geht es auch hier um Technik. Welches Werkzeug muss man verwenden? Was ist ein Knüpfel oder ein Zahneisen? Wann verwendet man eine Raspel? Was hält ein Stein aus? Das Wichtigste aber sind die kreativen Ideen. Und dafür gibt es keine Vorgaben. Erzähl doch nochmal, wie bei dir so eine Skulptur entsteht. Also ich schlage einfach drauf ein und gucke, was draus wird. Also ich mache es einfach nach meiner Fantasie. Ja. Und wo bist du denn jetzt zum Beispiel gerade? Was entsteht gerade? Also im Moment entsteht einfach eine Figur für meine Mutter für ihren Geburtstag. Okay. Stellst du dir immer sowas vor? Sagst du, oh, das soll ein Tropfen werden? Oder probierst du einfach aus, was es für eine Form hat? Nee, ich probiere einfach aus. Okay. Und wenn du so viel wie hier weghauen musst, geht das auf die Knochen? Ist das richtig anstrengend? Naja, also es geht. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Es ist ja nun, würden viele Leute sagen, eigentlich keine kindgerechte Arbeit. Denn sie hat unglaublich viel mit ganz viel Langatmigkeit und Geduld zu tun, was man bei Kindern in dem Alter eigentlich noch nicht so erwarten kann. Bei so den ganz Peniblen dauert das manchmal ein Jahr oder anderthalb Jahre, bis sie ihre Skulptur fertig haben. Und bis die auch selbst zufrieden und bis ich natürlich auch zufrieden bin. Aber das kriegen wir schon immer gut in Einklang miteinander. Und deshalb ist das geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass Kinder da im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die immer ganz schnell gehen müssen, auch so eine sich so eine Langsamkeit erlauben können auch. Hast du eigentlich die Tür abgeschlossen, als wir weggegangen sind? Ich gehe kaum noch weg. Ich schließe immer ab. Ich will auch niemanden sehen. Letztes Mal, als wir weggegangen sind, hast du nicht abgeschlossen. Ich bleib am liebsten zwischen meinen eigenen 4 Wänden. Dann habe ich halt einmal vergessen abzuschließen, meine Güte. Und was ist, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt? Das kann man doch mal vergessen, es ist doch nichts dabei. Oh, man darf nicht mal mit dem Schlimmsten rechnen. Sowas darf man nicht vergessen. Es ist doch überhaupt nichts passiert. Aber es hätte was passieren können. Sag mal, ihr streitet euch ganz fürchterlich zum Schluss, ne? Ihr findet euch richtig blöd, ne? Ihr beiden. Ja. Könnt ihr noch bis zum Schluss der Szene auch blöd sein, also euch blöd finden und wütend sein oder so? Geh ich eben weg hier, das ist auch so und so.
Das ist so ein bisschen so, ich gehe jetzt, ja, so, ich gehe jetzt mal von der Bühne. Ich lerne auf jeden Fall offener zu sein. Also ich lerne Emotionen rauszulassen, ohne dass es irgendwie peinlich ist. Man lernt freier zu sprechen, ohne Probleme. Und ich glaube, das hilft auch erheblich dann, wenn man irgendwelche Prüfungen ablegen muss oder Referate halten muss, wenn man vor mehr Menschen sprechen muss. Diese ganzen künstlerischen Fächer sind eben auch Bestandteil des normalen Unterrichts. Sie sind nicht abgedrängt in den Nachmittag, so, da kann man ja auch mal ein bisschen was Theater machen, sondern das sind im Grunde zentrale Stunden, die wir hier haben, dienstags, dritte, vierte Stunde. Besser geht es eigentlich für den Schulbetrieb. Und anstatt eben Mathematik und Englisch und Deutsch, da macht man eben darstellendes Spiel. Problem bei uns in der Schule ist, wir haben noch nicht darstellendes Spiel durchgehend, zum Beispiel ab Jahrgang 7 oder sogar ab Jahrgang 5. Viele aus diesem Kurs zum Beispiel haben jetzt zum ersten Mal überhaupt Kontakt zu diesem Fach, zum Theaterspiel überhaupt. Das heißt, die haben jetzt gerade 4 Monate ein bisschen Übung gemacht und sind natürlich auch immer wieder über sich selber erstaunt und auch erschrocken. So, Mensch, ich kann mich doch hier nicht so bloßstellen oder so. Deswegen ist es am Anfang etwas mühsam. Aber je mehr man sie machen lässt, auch gerade in diesen Kleingruppen, desto eher kommen sie dazu, wirklich sich in ihrer jeweiligen Rolle da einzufinden und wirklich zu spielen. Geht man durch das Gebäude, fällt auf, wie gut, fast neu alles aussieht. Im Gespräch mit Mitgliedern der Schulleitung wird mehrfach die Aufgabe erwähnt, nicht nur Kunstwerke für das Gebäude zu schaffen, sondern sie auch zu erhalten. Es sei wichtig, einen pfleglichen Umgang mit den Kunstwerken zu vermitteln und das Bewusstsein für die gestaltete Umgebung zu stärken. Und diese Haltung wirkt sich nicht nur auf Schülerinnen und Schüler aus, sondern auch auf das Kollegium. Wir haben eine ausgeprägte Hilfsstruktur zwischen den Lehrern, bestimmte Sachverhalte zu erarbeiten. Und das ermöglicht ihnen auch, diesen Teamgedanken sozusagen zu vertiefen. Und er ist letztlich auch Ausdrucksform in der künstlerischen Darstellung hier, weil die Lehrer daran auch erkennen, dass es eben andere Ausdrucksformen als ihre jeweiligen fachspezifischen sind, die man kultivieren kann, sondern eben auch andere Kanäle gibt, die man nutzen kann, um Schülern etwas darzustellen oder zu entwickeln. Besonders hilfreich für weiterführende Schulen mit einem Profil im Bereich kultureller Bildung ist es, wenn Schülerinnen und Schüler nicht nur in Mathematik und Deutsch, sondern auch in Kunst und Musik viele Vorkenntnisse mitbringen. Wir fahren jetzt zu einer Grundschule nach Bremen, die sich genau das zur Aufgabe gemacht hat. Die Schule liegt in Bremen-Oslepshausen, einem Stadtteil, der immer wieder mal als sozialer Brennpunkt bezeichnet wird. Viele verschuldete Haushalte, hohe Arbeitslosigkeit, problematische Familienstrukturen, ein großer Anteil an Migrantinnen und Migranten. Die kleine Grundschule auf den Heuen besuchen 170 Schülerinnen und Schüler mit 21 verschiedenen Muttersprachen. Das ist nun eigentlich nicht der Ort, an dem man damit rechnet, Querflöten, Geigen und Cellotöne zu hören. Doch diese Vermutung entpuppt sich schnell als Vorurteil. Die Schule auf den Heuen hat sich ganz bewusst für ein Musikprofil entschieden, bei dem die Kinder an Instrumente jenseits der grundschulüblichen Blockflöte herangeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen diese Möglichkeit begeistert wahr und üben sogar während der Pausen. Das gesamte Kollegium, ermuntert und inspiriert von der Schulleiterin Ute Lesniarek-Spieß, steht zu dem Konzept, der Musik in dieser Schule einen besonderen Raum zu geben. Es gibt Keyboard, Querflöten, Geigen- und Cello-Unterricht. Proben und Übezeiten sind im Vormittagsbetrieb integriert. Kooperationspartner kommen zum Unterricht in die Schule. Ich würde gerne das Fiedellied Nummer 1 und dann machen wir uns an die Flöte. Die Schule hat ein Orchester, das durch seine Auftritte im Stadtteil und in ganz Bremen bekannt ist. Die Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass die Schule auch für den Instrumentenunterricht sorgt und aufkommt.
Was eindeutig ist, viele Eltern könnten den Musikunterricht, den Instrumentenunterricht nicht bezahlen. Und deshalb ist es einfach gut, dass in einem solchen Gebiet wie unserem ein Musikprofil, eine Musikprofilschule entstanden ist, wo die Eltern eben kostenlos ihren Kindern das ermöglichen können. Kostenlos ist ein Schlüsselwort. Denn tatsächlich muss die Finanzierung für Instrumente und Unterricht immer wieder neu erkämpft werden. Mal sind es Sponsoren, mal der Ganztagstopf, mal Sondermittel des Landes, die dieses Angebot ermöglichen. Sieht das schön aus? Aber guck. Ja, das sieht schon viel schöner aus. Und nach dem, wenn du die letzte Note gespielt hast, das, was ich euch als Erste gezeigt habe. Morgen weg! Ich bin dazu so gekommen, dass ich immer wieder, also ich habe das immer wieder gehört, habe ich gedacht, obwohl ich das noch nicht spielen konnte, habe ich gedacht, sollte ich das jetzt spielen oder nicht? Ich muss ja auch mal ein Instrument kennen. Danach bin ich dazu gekommen, Geige zu spielen. Danach hat mir das auf einmal Spaß gemacht. Das ist doch schön. Musikalische Anregungen beziehen viele Kinder hier vor allem aus der Schule. Sie ist der Ort, unbekanntes Kulturterrain kennenzulernen und zu erobern. Das ist manchmal anstrengend, bringt aber offensichtlich Freude. Spielt bei dir zu Hause noch jemand Musik außer dir? Mm-mm. Gar keiner? Woher kommt das denn, dass du so gut spielen kannst? Also, mein erstes Musik war ein Instrument war Flöte. Danach hatte ich immer Da hatte ich immer mit Frau Wrightwurst, da konnte ich nicht mehr zu flöten, habe ich mich abgemeldet. Und danach bin ich auf Geige gekommen. Und danach ich habe immer mal gesagt, kannst du mich beim Klavier anmelden? Hat sie mich irgendwann angemeldet. Danach konnte ich das alles. Ein Instrument zu spielen, aktiv an kulturellen Angeboten teilzunehmen, ist den meisten Kindern nicht in die Wiege gelegt worden. Wir wissen nicht, was sie dauerhaft über die Lebensspanne mitnehmen, wie viele in 10 Jahren noch ihr Instrument spielen werden. Aber wo, wenn nicht hier, können sie diese Erfahrungen machen? Und nur der Ganztagsbetrieb eröffnet die notwendigen Räume, in denen Instrumentallehrer von außen in die Schule kommen können. Dieser Takt. Mach mal ein bisschen langsamer. Das Zusammenspiel mit den Kindern, dass die unterschiedlichen Stimmen, dass man das zusammenbekommt und dass jeder lernt, auf den anderen zu hören, dass das sicher eine große Herausforderung ist. Aber überhaupt die Kinder an die Musik heranzuführen, das ist natürlich auch, viele Kinder haben da vorher überhaupt noch gar keine Berührung gehabt mit Musik, höchstens vielleicht aus dem Fernsehen, aber nichts selber gemacht. Und das ist eine ganz fremde Welt. Und das ihnen zu öffnen, das ist eine tolle Sache. Also wir hatten einmal Musikunterricht in der zweiten, dann hat uns Frau Spieß viele Instrumente mitgebracht und da war auch das Cello mit dabei. Und danach habe ich darauf losgespielt und danach hat Frau Spieß gesagt, dass ich das gut kann und sie auch also will. Und ich wollte, dass ich zum Cellounterricht will. Natürlich nehmen nicht alle Kinder an den musikalischen Angeboten teil. Und natürlich spielen auch an dieser Schule Lesen, Schreiben und Rechnen lernen eine wichtige Rolle. Die Zeit für Musik geht nicht auf Kosten der anderen Schulleistungen. Eine Schweizer Studie aus den 1990er Jahren konnte zeigen, dass die vermehrte Zeit für Musik nicht dazu führt, dass die Kinder Defizite in anderen Fächern entwickeln. Wenn Sie ein Buch schreiben müssten, wie Schulen die Hindernisse auf dem Weg zu einer Musikprofilschule
überwinden können. Wie würden denn die Kapitel darin heißen? Das erste Kapitel, alles über Herzblut. Also ohne Engagement kann man das gar nicht. Man kann nicht sagen, es ist ein Mittel, um Schulgemeinschaft zu fördern, um den Kindern ja, die Möglichkeiten zu eröffnen, ein Instrument zu lernen. Da muss einfach mehr sein. Ich muss außer dem Instrumentenunterricht und dem Orchester, muss ich bereit sein, Veranstaltungen in der Schule durchzuführen. Ich muss bereit sein, Sonderproben zu machen. Ich muss einfach Spaß daran haben, zu sehen, wie den Kindern das Spaß macht und wie ich das fördern mag. Braunschweig und Bremen, unsere ersten beiden Stationen, haben Museen, Theater, Orchester mit einem pädagogischen Angebot und viele andere Orte, an denen außerschulisches Lernen stattfinden kann. Aber das gilt nicht für alle Orte in Deutschland. Wir kommen jetzt nach Salzgitter, einer Stadt, die viele nur als Namensgeberin von Autobahnabfahrten kennen. Salzgitter ist eine Ansammlung von 13 Gemeinden, die locker verteilt im Harzvorland liegen. Die Stadt ist nicht strukturstark, hat eine insgesamt abnehmende Einwohnerzahl, momentan gut 100.000. Die Arbeitslosenquote ist überdurchschnittlich hoch und es leben hier viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Kunstmuseum oder ein städtisches Theater gibt es nicht. Ein engagiertes Kollegium am Gymnasium Salzgitter-Bad schuf deshalb ein vielfältiges Angebot kultureller Bildung. Ohne sie würden die wenigsten Schüler ein Instrument lernen oder Theater spielen, Akrobatik einstudieren oder Stücke fürs Schwarzlichttheater einüben. Die kommunale Musikschule beispielsweise ist in Salzgitter-Lebenstedt, knapp 15 Kilometer von Salzgitter-Bad entfernt. Der Bus dorthin fährt einmal jede Stunde und braucht 30 Minuten. In der Aula des Gymnasiums, die zugleich auch die Stadthalle des Ortes ist, treffen wir eine Theatergruppe. Wie viele Gruppen an dieser Schule arbeitet sie jahrgangsübergreifend. Jetzt fertig. Ja, so richtig. Ding. Zack. Oder so. Ha, hier gewonnen. Ich war eigentlich eher vorher so schüchtern und so, aber auch jetzt beim Theaterspielen bin ich auch jetzt so ein bisschen selbstbewusster geworden. Wenn man zwei streiten sieht oder so, da kann man dann halt auch eingreifen, weil man weiß, dass man Selbstbewusstsein hat. Und auch wenn man halt vor anderen Leuten spielt, bekommt man das Selbstbewusstsein auch. Und deswegen ist es auch besser. Also es nützt halt einem auch in der Umwelt, also in der anderen Welt, in dieser Welt. Es gibt keine schöneren Momente als hier in der Aula nach einer Theateraufführung in die stolzen Gesichter der Kinder zu blicken oder nach einem Konzert der Musiker den Applaus mit zu bekommen und ja, dann zwischen denen auf der Bühne stehen zu dürfen und das einfach mitzubekommen, wie das auch von ihnen abfällt und sie merken, wir haben was geschafft und unsere Mühe hat sich gelohnt. Denn gerade bei einem Erlernen von einem Instrument zum Beispiel oder eines Textes für einen Theaterauftritt, da passiert ja jede Menge Scheitern auch. Aber immer das Scheitern fordert, neu heranzugehen und wieder neu heranzugehen, bis es endlich so auch funktioniert. Und damit lerne ich etwas ganz Wesentliches nebenbei für Einstellung zum Leben. Ne? Dass man Chancen nicht einfach liegen lassen darf, nur weil man sie beim ersten Mal nicht ergriffen hat. Oder Hürden, dass man nicht rüberkommt über eine Hürde, weil man es aus dem Stand nicht schafft, sondern manchmal muss man auch ein bisschen trainieren, um die Hürde zu packen. Das ist eine der vielen Überraschungen, die die Besuche für uns bereithalten. In Berichten über kulturelle Arbeit werden oft die Erfolge, das Gelingen hervorgehoben, die tolle Bühnenshow, die mitreißende Theaterproduktion, ein Konzert, auf das alle stolz sind. Das ist sicherlich richtig. Aber die andere Seite, das Misslingen, gehört eben auch dazu. Aber es ist kein endgültiges Scheitern. Vielmehr sehen wir ganz viele Episoden, in denen Schülerinnen und Schüler mit Geduld üben, wieder und wieder versuchen, Hilfe einfordern und Hilfe geben. Das ist eine besondere Qualität von kultureller Arbeit. In der Zirkus AG am Gymnasium Salzgitterbad machen die Schülerinnen und Schüler konkrete Erfahrungen mit eigenständiger, altersübergreifender und sich gegenseitig unterstützender Zusammenarbeit.
quasi hier unten anschauen. Okay. Ja, schon nicht schlecht. Eigentlich ist es nicht so. Ja, der war was. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt starr machen die Hand. Das ist in die Mitte. Genau, nicht schlecht. Das ist ja Kreativität, die da erstens gefördert wird, wenn man sich eigene Sachen ausdenkt. Und den Kindern oder auch halt den älteren Kindern, so wie mir, die Chance zu geben, hier so ein bisschen was auszuprobieren und sich zu entfalten, ist ja auf jeden Fall total cool. Finde ich wirklich gut. Aber für die in deinem Sekt-2-Stunden-Plan lässt sich das schwer verwirklichen oder wie schaffst du das? Naja, also ein bisschen Freizeit muss man natürlich opfern dafür, klar, weil ohne Übung geht nichts und deswegen, ja, teilweise jetzt auch im Abitur ist es ein bisschen schwer, aber ich meine, wenn man sowas bringt es natürlich auch, man, das macht natürlich auch den Kopf frei und was weiß ich, also bringt es einfach. Mach du noch mal den Putz. Ganztagsschulen gibt es in verschiedenen Formen. Die gebundenen Ganztagsschulen haben Vormittags- und Nachmittagsfächer, an denen Schülerinnen und Schüler teilnehmen müssen. Die offenen Ganztagsschulen haben sich gegenüber dem Schulträger verpflichtet, Ganztagsangebote bereitzustellen. Aber die Schüler können sich dafür oder auch dagegen entscheiden. Die gebundenen Ganztagsschulen haben einfach mehr Möglichkeiten, weil die müssen nicht so mühselig um die Schülerzahlen kämpfen. Weil es ganz klar ist, dass innerhalb der Schulphase die AGs etabliert sind. Bei uns ist es so, wir müssen mühselig dafür sorgen, dass die Schüler sich anmelden, weil sie haben die Wahl, nach Hause zu gehen oder zu bleiben. Und wenn sie die Wahl haben, gerade in diesem mittlerweile stressigen Schulalltag, entscheiden sich doch viele, eher nach Hause zu gehen und da was für die Schule zu tun. Und insofern ist bei uns so ein, ja, festzustellen, dass die AG-Zahlen, also die Teilnehmerzahlen, auch schrumpfen. Was aber passiert dann mit der kulturellen Arbeit in der Schule? Schon jetzt sind die offenen Ganztagsschulen etwa in der Versorgung mit Lehrerstunden schlechter gestellt als die gebundenen. Wie können sie ein attraktives Angebot aufrechterhalten? Hier ist Schnupfen. Diese Schule hat darauf reagiert und einen Wahlpflichtbereich eingerichtet, in dem Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe in Zukunft neben Biologie oder Chemie auch zum Beispiel Theater belegen können. Das war der gemeinsame Wille des Kollegiums. Einzelne Fächer haben dafür Stunden abgeben müssen. Aber auch den Lehrkräften dieser Fächer war es wichtig, den künstlerischen Bereich an der Schule zu stärken. Hey, lass mich auch raus! Letztendlich werden auf diese Weise den Schülerinnen und Schülern Qualitäten vermittelt, die ihnen in allen Fächern dabei helfen, gut mitzuarbeiten und zu bestehen. Dazu gehört auch, Erfahrungen mit älteren bzw. jüngeren Mitschülern zu sammeln. Wie ist das eigentlich, in so einer gemischten Gruppe zusammenzuarbeiten zwischen 6. und 8. Jahrgang? Also es ist eigentlich ganz leicht, weil man möchte ja, also die Großen haben eben manchmal schon Erfahrung und man selbst ist dann eben so, also wird dann von denen auch so gezeigt, was und so, was man machen kann und so. Es macht eigentlich keinen Unterschied, weil wenn man jetzt in einem Jahrgang alle Leute da hat, dann finden manche das blöd und das nicht blöd. Und wenn jetzt zum Beispiel 5-Klässler auch reinkommen, dann kann man denen ein bisschen helfen und sie gehen da auch gleich darauf rein. Also ich finde, man kann gut zusammenarbeiten, weil vielleicht die 6-Klässler haben da nicht so die gleichen Ideen wie die 8-Klässler. Und dann ergibt das eben ein schönes Spiel. Was wäre denn mit der kulturellen Bildung in Salzgitter-Bad, gerade an diesem Ort, wenn es diese Schule nicht gäbe? Ich erlebe Salzgitter als eher kulturell arme Landschaft. Ich würde es fast als Kulturbrache bezeichnen. Und diese Art der Arbeit ist schon eben eine Bereicherung, weil die Kinder das, also den Zugriff auf diese Art von Kultur hier selten erleben in Salzgitter. Also im letzten Jahr haben wir den kleinen Prinzen gespielt, der ist wunderbar angekommen. Die Schüler sind sehr begeistert über das Feedback des Publikums und sie erleben, dass diese
diese Art der Arbeit einfach was Bereicherndes ist. Für alle Seiten. Für das Publikum, für die Spielenden, für uns als Schule. Für unsere letzte Station fahren wir wieder in den Norden, nach Oldenburg. Die Helene-Lange-Schule ist eine integrierte Gesamtschule und arbeitet seit etlichen Jahren mit reformpädagogischen Prinzipien. Für uns aber ist etwas anderes interessant. Die Schule öffnet sich auch im künstlerischen Bereich der Umwelt. Die Erziehungswissenschaft spricht dann von außerschulischen Lernorten. Deshalb dient die Schule mir zunächst nur als Treffpunkt, um sie gleich wieder zu verlassen. Wir werden mit Leistungskursschülern in den Oldenburger Kunstverein gehen und schauen, was und wie sie dort lernen. Öffnung von Schule heißt hier 20 Minuten Fußweg. Es ist nicht leicht, kurz vor dem Abitur zwischen Sportkursen in festgelegten Zeitfenstern, letzten Referaten und privaten Terminen Zeit für eine solche Exkursion zu finden. Der Oldenburger Kunstverein ist 179 Jahre alt und doch ein sehr aktuelles Museum, das sich auch ganz jungen, noch nicht etablierten Künstlerinnen und Künstlern widmet. Der Leiter des Kunstvereins führt den Leistungskurs durch eine Ausstellung von Max Brandt, einem erst 30-jährigen Künstler. Wie ist denn das gemalt? Unter Umständen müsst ihr noch dichter vor das Bild kommen, um wirklich alle Einzelheiten und Feinheiten zu erkennen. Ihr seht, man muss doch ganz dicht dran manchmal, oder? Was sieht man da drin? Wer kann es beschreiben? Also das sieht man aus einer, weiß nicht, manchmal so verlaufende Tusche, dann Filzstift. Ich glaube, dann ist da auch noch mit Spraydosen gearbeitet worden. Ja, also das ist, was ich jetzt so erkennen kann. Das da oben links sind auch so Stoppfetzen aufgeklebt auf die Leinwand drauf. Wenn man das sich genau anguckt, dann ist halt neben all dem, was du schon gesagt hast, noch Kreiden mit dabei, es sind Feinliner, es sind Lackstifte, Lackfarben und in manchen Arbeiten kommt auch Schuhcreme und Bleiche, Chlorbleiche mit vor. Der Besuch von Kunstausstellungen gehört üblicherweise nicht zum Standardprogramm von Jugendlichen. Dazu bedarf es besonderer Impulse. Wenn Lehrer begeistert sind für die Kunst oder für Museen, für außerschulische Lernorte, dann gibt es diese Kooperationen auch. Schüler selbst, muss man ganz ehrlich sagen, sind dafür nicht so im ersten Moment zu begeistern oder scheinen nicht selbst auf diese Idee zu kommen, dass es diesen Ort gibt. Das ist scheinbar von der, das kann ich nur vermuten, von der eigenen Lebenserfahrung oder Realität weit entfernt. Aber ich habe oft mitbekommen, wenn ich mit Schülern in Ausstellungen war, dass, wenn ich sie dann später getroffen habe, sie gesagt haben, ach, ich habe meine Eltern auch mit in die Ausstellung genommen und habe denen das mal gezeigt am Sonntag, weil wir wussten nicht, was wir machen sollen. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild da einfach nur im Kunstbuch gesehen hätte, hätte ich mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Oder wenn ich das durchgeblättert hätte, irgendwie durch eine Zeitschrift und das dann gesehen hätte. Ich finde, wenn man die so sieht und dann auch sich wirklich damit auseinandersetzt, dann setzt man sich damit auch wirklich auseinander. Die Schülerinnen und Schüler der 5a in der Helene-Lange-Schule stehen erst am Anfang von solch langfristigen künstlerischen Bildungsprozessen. Sie gehören einer Orchesterklasse an und bekommen in der Schule Klarinetten, Gitarren, Trompeten oder Saxophonunterricht. Viele dieser Kinder haben erst vor einem halben Jahr mit ihrem Instrument begonnen. In der Klasse führt der Musiklehrer die einzelnen Instrumente zu einem Ensemble zusammen. Dies ist das Kernstück des Musikunterrichts. Hier lernen die Kinder, sich an der richtigen Stelle zu zeigen, aufeinander zu hören, miteinander zu spielen oder sich zurückzunehmen. Dinge, die nicht nur beim Musizieren wichtig sind. Thank you.
ersten Durchgang machen wir so. Wer will im zweiten Durchgang die Solo machen? Soli machen. So, Orchesterklassen lassen sich, glaube ich, wirklich nur an Gesamtschulen richtig gut oder an Ganztagsschulen richtig gut machen, weil hier halt das Stundenkontingent vorhanden ist. Also ich glaube, die normalen Gymnasiasten zum Beispiel haben schon genug Stunden und dann noch diese zwei extra Stunden Musik, die wir an der Schule im Konzept haben, dann noch irgendwo mit reinzuquetschen, ist, glaube ich, für einen eh schon sehr vollen Schultag eine Überforderung. Ich weiß, dass viele noch, auch nach der 8. Klasse, wenn bei uns das Konzept vorbei ist, ihr Instrument weiterspielen. Und es gibt auch viele Schüler, die kommen mit einem anderen Instrument und lernen hier ein zweites Instrument. Also das heißt, dass Musikschule oder privater Musikunterricht und das, was wir in der Schule machen, parallel läuft. Wenn man ein Instrument spielt, gehören Konzerte und Auftritte dazu. Im Keller der Schule bereiten sich die einzelnen Instrumentengruppen mit ihren externen Instrumentallehrern und Lehrerinnen auf den alljährlichen Kleinkunstabend vor. Das macht Spaß, aber es bedeutet auch, sich noch einmal zu konzentrieren und letzte Unklarheiten zu beseitigen. Die letzte Zeile war von den Tönen noch nicht ganz klar. C, 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 D, C, C, H, D, C, 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 A-M-A-Moll. A-Moll. Weil das, weil das bringt mich ein bisschen durcheinander. Und dann denke ich immer, ich muss ein G spielen. Bei der Gitarre zum Beispiel könnten wir gleichzeitig verschiedene Saiten anspielen und haben dann mehrere Töne. Und das gibt dann einen Akkord aus verschiedenen Tönen. Aber beim Saxophon können wir nur einen Ton gleichzeitig spielen. Ja. Oder? Das ist der Unterschied. Deshalb müssen uns diese A-Moll- und G-Sachen gar nicht interessieren, kannst du auch durchstreichen. Ja, ne? Genau. Das ist für Gitarre. Ja, Entschuldigung, ich hab da. Achtung, alle. Mhm. Hooray, and up. 2, 3, 4. Die Schule hat vor einigen Jahren nach Kooperationspartnern für diese intensive Form des Musikunterrichts gesucht und sie in den Musikstudierenden der Universität Oldenburg gefunden. Die profitieren von den Praxiserfahrungen und dem direkten Kontakt mit ihrem Berufsfeld. Die Schule profitiert von verlässlichen und längerfristigen Partnern für einen wichtigen Bereich der Orchesterklassenarbeit. Wir bekommen Rückmeldungen von den Lehrkräften, was im Unterricht geschehen ist, was gemacht wurde, auch was noch irgendwie Schwierigkeiten gebracht hat und in welchen Gruppen, ob Saxophon, Schlagzeug, woran noch gearbeitet werden soll. Und das versuchen wir dann im Unterricht umzusetzen und geben dann auch wieder den Lehrern Rückmeldung, was haben wir gemacht, wie ist es gelaufen, was gab es auch für organisatorische Sachen. Dann hier geht dann auch mal irgendwie ein Mundstück kaputt oder so. Und das wird dann wieder rückgemeldet und so gibt es dann so ein Hin und Her. Kooperationen haben sich als ein entscheidender Punkt dafür erwiesen, ob kulturelle Arbeit im Schulalltag gelingt oder nicht. Dafür müssen klare und verlässliche Kommunikationsstrukturen entwickelt werden. Denn schon eine nicht weitergegebene Stundenplanänderung kann bei Partnern viel Unmut hervorrufen, wenn sie extra in die Schule kommen und keine Schüler vorfinden. Die Saxophongruppe ist nun komplett und fiebert ihrem Auftritt entgegen. Hallo und herzlich willkommen zum Kleinkunstabend der Helene Lang-Schule. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem vielfältigen Programm des Abends. Beginnen wird die Klasse 5a. Sie spielen seit einem halben Jahr Instrumente. Die im Instrumentalunterricht eingeübten Stücke werden Sie uns nun vorführen. Die Studie der Universität Bremen hat dokumentiert, wie wichtig solche Auftritte für Schüler, Lehrer und Eltern sind. Und manchmal auch für den Ort. Sie bieten für die Beteiligten immer auch besondere Lernformen. Dabei motiviert man sich, präsentiert Erreichtes, lernt mit Gefühlen, Erfolgen und Misserfolgen umzugehen. Aber können solche Aktionen dem Leistungsdruck und Konkurrenzgeist in den Schulen entgegenwirken? Manche Kritiker bezweifeln das und andere fragen sich, ob man so die Jugendlichen, die im Bildungssystem abgehängt werden, wirklich erreichen und motivieren kann.
Für wen Musik erst bei Haydn-Sinfonien und Beethoven-Sonaten beginnt, der wird skeptisch auf das Konzertprogramm schauen. Aber solche Konzerte und Auftritte zeigen, dass unterschiedlichste Kinder mit viel Eigeninitiative, Gemeinsinn, Ausdauer und Ruhe sich einer Sache widmen können und stolz sind, wenn sie etwas erreicht haben. Das ist Bildung von Persönlichkeit. Wir sind von unserer Expedition mit vielen Bildern und Eindrücken zurückgekommen, haben wunderbare Projekte kennengelernt, engagierte und begeisterte Schülerinnen und Lehrer getroffen und Schulleitungen mit Ideen und Visionen vorgefunden. Wir haben am Anfang gefragt, ob die Bildung in den ästhetischen Fächern an den Schulen unter die Räder kommt, welche Konsequenzen die Ausweitung des Ganztagsbetriebes für diesen Bereich hat. Wir können diese Frage nicht abschließend beantworten. Ob Akrobatik, Musik, Kunst oder darstellendes Spiel, jede der von uns besuchten Schulen hat auf ihre Weise die speziellen Möglichkeiten ihres Umfelds aufgegriffen und langfristige Bildungsprozesse angestoßen. Wir haben gesehen, dass solche Angebote nur im Ganztagsbetrieb mit seinen erweiterten Freiräumen möglich sind. Wir haben aber auch die andere Seite mitbekommen. Den Lehrermangel in Musik und darstellendem Spiel, die leeren kommunalen Kassen, die eine ausreichende Grundfinanzierung dieser kulturellen Schulfächer nicht zulassen, Kunstlehrer, die notgedrungen zu Drittmitteleinwerbern und Kulturmanagern werden. Wir haben erfahren, dass Instrumentalunterricht an den Schulen wegen der knappen Mittel überhaupt nur mit kostengünstigen Studierenden und nicht versicherungspflichtigen Honorarkräften zu leisten ist. All das macht es schwer, kontinuierlich kulturelle Bildung an Schulen zu ermöglichen. Doch genau diese Kontinuität und der selbstverständliche Einbau kultureller Fächer in den Stundenplan sind das Geheimnis für neue Klänge und neue Räume.